Hallöchen zurück zu Stardew Valley. So, wo waren wir jetzt beim letzten Mal? Ich glaube, ich hatte mich ins Bett gelegt. Ja, ich lieg noch. Ja, so wie wir sehen, oder besser gesagt, wie wir hören, regnet es draußen. Schauen wir mal. Oh, sehr schön. Es regnet. Ich muss meine Felder nicht begießen. Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir ja das letzte Video abgehakt, besser gesagt. Und dann schauen wir uns mal um, was wir machen können beim Re im Regen. Wir hatten uns ja das kleine Dorf ein bisschen angeguckt beim letzten Mal und haben ja noch einige Quests hier. Hier müssen wir die Parsnips ernten, die wachsen aber jetzt schön. Und hier müssen wir noch 28 Leute kennenlernen. 10 haben wir. Ja, beim Regen werden sie wahrscheinlich nicht draußen sein, denke ich mal. Dann könnten wir eigentlich mal ein bisschen die Farm säubern. Soweit. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Machen wir das kurz mal, sammeln wir ein bisschen Holz. Haben wir wieder was. Ja, alles klar. Das geht also mit der Axt noch nicht. Gut, dann bleiben die großen Stumpen halt da erstmal liegen. Stein und Holz braucht man ja nachher. Weil wir noch was bauen wollen. Also wir müssen ja noch Ställe bauen und Zäune und ja. Dafür brauchen wir halt ein bisschen Holz. Und Steine. Da brauchen wir später auch noch ein paar Silos, gerade für die Kühe und für die Hühner und Enten. Also es gibt da viele Tiere, die wir hier noch anschaffen wollen, also besser gesagt, die ich hier noch anschaffen will. Aber dafür müssen wir alles bauen, alles sauber machen hier. Und da wir jetzt ganz neu sind hier, müssen wir halt ein bisschen aufräumen. Mal den Großfarmer machen wir erstmal halt. Alles ein bisschen sauber machen. Alles ummähen. Steine machen wir jetzt auch noch weg. Zwei Kohle. Sehr schön. Die können wir auch gebrauchen für später. Die Energie ist auch schon fast wieder leer. Ganz kurz was gucken. Einen Moment. Okay. Ich hoffe mal, dass man jetzt nichts gesehen hat. Ich habe nur geguckt, ob die Aufnahme gerade schon läuft, weil sonst labere ich mir hier einen Wolf und die Aufnahme startet nicht. Ich hatte das schon einige Male. Ich habe mir einen Ass gelabert habe und die Aufnahme lief nicht. Also das ist dann erfreulich, sagen wir mal so. Also ich bin derjenige, der dann bei sowas schnell die Lust verliert beim Aufnehmen und ja, das ist dann nicht so berauschend, wenn man dann irgendwie vorhat, noch ein Let's Play zu führen. Aber ist alles gut. Alles gut. Läuft. Einen Moment. Wenn der Frosch ruft, dann muss er raus. Die Axt kriege ich mit dem Spitzhacke, kriege ich den Baum nicht weg, also eine Axt dafür.
hier in den letzten Videos auch in der Beschreibung hingeschrieben. Unterstützt bitte den Entwickler, der dieses Spiel programmiert hat. Also das Spiel ist einfach nur toll gemacht. Gerade wegen der Stilart des Spiels. Also das kriegt man so in der Form nicht mehr so. Es ist einfach sehr schön gemacht, auch von der Handlung her. Einfach super. Jetzt hoch jetzt ein bisschen. Ich hoffe, man sieht es nicht. So. So. Tja, was machen wir jetzt? Wir müssen. Haben wir uns schon eine Kiste gebaut? Ja, eine haben wir schon. Das ist gut. So. Lagern wir erstmal alles ab. Kohle, Steine, Tannenzapfen, Eichel, Sepp, Holz und das noch ein. So. Ja. Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir keine Energie mehr und können jetzt auch gerade nicht weitermachen. Weil sonst kippen wir uns hier um und dann ist das Geld, Tadelu. Wir könnten machen, jetzt haben wir Mittwoch. Dritter Tag. Geschäfte haben zu hier auf Pelikan Island. Ich glaube, bis auf jeden Joja-Mark hat nichts auf. Wir haben 500 Gold. Wir sollten mal hier die Quest nachgucken. Okay, was haben wir da? Was will die denn? Ja, einen Karpfen. Für 90 Gold. Sollen wir es wagen? Sollen wir angeln gehen? Wir wissen ja, wie das Angeln hier im Ort läuft. Naja, gut, wir versuchen es mal. Wir akzeptieren mal und 90 Gold kann man gebrauchen bei unserem Kontostand. Gucken wir mal, ob wir einen Karpfen fangen können. Aber wir haben erst noch gar keine Angel. Ja, guck mich nicht so an. Ich habe auch keine Angel in meiner Tasche. Was machen wir jetzt? Gehen wir zu Willi. Aber der hat sich noch nicht gemeldet. Ich weiß, wo er ist, aber... Wir versuchen es mal bei Willi. Vielleicht ist er ja da. Und dann gucken wir mal. Der Frosch. Der nervt gerade. So. Wir sind am Strand. Gucken, ob ein kleiner Willi da ist. Bist du hier? Nee, der bist du nicht. Da geht ja noch mal Regen hoch. Hallöchen, Willi. Ja, das ist super. Sollen wir warten? Ich denke, wir warten noch ein bisschen. Wir gucken uns noch mal die Quest an. Delivery. 2 Tage. Wir kriegen in 2 Tage kein Geld rein. Moment, jetzt habe ich mich gerade aber verlesen, kann das sein? Doch. Karp ist doch Karpfen. Kann das sein? Ist doch richtig. Wie ich mal in dem letzten Video schon gesagt habe, mein Englisch ist nicht so besonders. Erstens zum Übersetzen, aber für mich reicht's. Aber irgendwie verstehe ich das jetzt gerade falsch. Kann das sein? I want to forgive my cow's carp. Doch, ist richtig. Die will einen Karpfen haben. Für ihre Kühe. Ah ja.
Was immer die mit dem Kaffee und die Kühe machen will. Aber ich kann mir die Angel jetzt gerade nicht so leisten, weil das ist mein komplettes Geld weg. Dann müssen wir mal gucken, ob wir was verkaufen können. Was uns ein bisschen Geld gibt. Ich glaube, wir haben was in unserer Kiste, was wir verkaufen können. Hallöchen. Nettes Gespräch, danke. Wer bist du? Nett, dich kennenzulernen. Gut. Jetzt gehen wir zurück zur Farm. Quest kurz angucken. Entschuldigung. So. Jetzt gucken wir mal in unsere Kiste, ob wir da was zum Verkaufen haben. Ich glaube, da müssten wir ein bisschen was haben. Damit wir ein bisschen was noch auf dem Konto haben, wenn wir uns eine Angel kaufen. Wobei wir ja, glaube ich, eine Angel geschenkt bekommen vom Willi später. Wir könnten warten. Naja. Es bringt nicht viel. Und ich würde auch gerne warten jetzt gerade. Gut, es ist 5:30. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, dass wir schlafen gehen. Bringt ja gerade heute nichts mehr. Okay, gute Nacht. So, die Sonne scheint wieder und guten Morgen. Dann gießen wir jetzt unsere Felder wieder schön. Halt! Da war vorhin keine Angel drin. Also nicht jetzt da, ne? Also da war nichts. So, dann machen wir es jetzt lieber zum Strand und versuchen ein bisschen zu angeln. Adimani braucht ja für ihre Kühe einen Karpfen. Wofür auch immer. So. Hoffentlich kriegen wir es hin. Ah, der Willi ist auch da. Hallo, Willi. Willi? Willi.